Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinen Top 10 Bücher-Highlights aus dem Jahre 2018. Ich habe mich so sehr darauf gefreut, dieses Video zu drehen. Schon Mitte des Jahres habe ich darauf hingefiebert. Denn was kann es Schöneres geben, über Bücher zu schwärmen und dann in einem Video auch eins nach dem anderen nur Bücher-Highlights. Es wird natürlich ein bisschen anstrengend. Dafür habe ich mir hier auch einen Tee bereitgestellt, einen Kraftmacher-weißen Tee. Ich hoffe, dass es mir ja Kraft gibt, durchzuhalten, so lange zu schwärmen, aber es bringt ja auch unglaublich viel Spaß. Holt euch auch gerne was zu knabbern, ein bisschen Tee oder Kaffee oder Kakao, was auch immer ihr gerne mögt, damit wir jetzt eine schöne Zeit jetzt zusammen verbringen können in diesem Video. Ich gucke ja auch unglaublich gerne von anderen solche Videos, weil es einfach toll ist, den anderen dabei zuzuschauen, wie sie schwärmen, und man kann richtig tolle Tipps nochmal für die Wunschliste bekommen. Also bleibt dran, wenn es euch interessiert, was ich jetzt hier auf meine Highlights-Liste gesetzt habe. Ich habe die Bücher auch gerankt, also auch eine Reihenfolge gemacht. Ich weiß, die Bücher kann man nicht immer miteinander vergleichen. Und bei mir ist es auch immer stimmungs- und tagesabhängig, welche Plätze an welche Bücher vergeben werden. Aber so eine bestimmte Tendenz gibt es schon, die immer so bleibt. Und ich finde, das macht das Video auch irgendwie noch ein bisschen spannender, dass, ja, wie man immer schon schön sagt, das Beste kommt zum Schluss. Und ja, das macht das Ganze noch ein bisschen spannender. Und deswegen fangen wir jetzt mit dem 10. Platz an und gehen dann immer weiter nach oben. Wir fangen mit einem Kinderbuch an, was wirklich eine tolle Mischung besitzt und mich nicht nur vom Inhalt, sondern auch optisch total überzeugt hat. Es ist mit eines der schönsten Bücher, was ich 2018 gelesen habe. Und zwar ist das Emily Bones, Die Stadt der Geister von Gesa Schwarz. Ja, wir treffen hier auf Emily, die auf einem Friedhof in einem Sarg aufwacht und feststellen muss, dass sie tot ist, dass sie ermordet wurde, nicht von einem Menschen, sondern von einer bösen Macht. Sie möchte sich ihr Leben jetzt wieder zurückholen, aber sie hat ebenfalls Probleme damit, sich ja in das Geisterleben einzufügen, denn auf diesem Friedhof in Paris, da gibt es Regeln und einen Alltag, an dem man sich halten muss. Und ja, sie ist nicht ganz einfach, sie ist frech, sie ist vorlaut und sagt, was sie denkt. Und das macht das Ganze auch sehr, sehr witzig. Also dieses Buch ist mit sehr viel Humor gespickt, gleichzeitig mit sehr viel Action. Es passiert sehr, sehr viel, finde aber nicht zu viel. Es kommen viele tolle Charaktere darin vor. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass für Kinder hier die Themen Trauer, Verlust und Tod sehr gut aufbereitet werden. Wie gesagt, mit sehr viel Humor, aber auch mit sehr, sehr viel Gefühl. Also mich hat das Buch auch durchaus sehr bewegt. Und gerade diese Mischung fand ich wirklich toll. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass die Autorin, Gesa Schwarz ist bekannt dafür, einen wundervollen Schreibstil hat. Sehr poetisch, sehr symbolisch, mit vielen Metaphern, und ich habe euch in der Rezension auch ein Stück draus vorgelesen. Also das fand ich toll. Deswegen ein tolles, komplettes Paket. Natürlich hatte ich so ein paar ja, Sachen zu kritteln, wie das bei mir oft so ist. Also übrigens, das sind alles 4-Sterne-Bücher bis auf die letzten drei, beziehungsweise die ersten drei Plätze sind 4,5-Sterne-Bücher. Also das hat 4 Sterne von mir bekommen, aber das ist von mir immer schon eine hohe Auszeichnung, weil ich ja durchaus sehr kritisch bin. Aber das war eigentlich Meckern auf hohem Niveau, und es ist wirklich auch mal abgeschlossen. Es ist kein Folgeband, jedenfalls weiß ich nichts davon. Es ist toll abgeschlossen. Viel Freundschaft ist hier drin, viel Geschwisterliebe und mal ohne Liebesgeschichte. Ja, ein tolles Kinderbuch ab 10 Jahren. Das nächste Buch habe ich jetzt hier nicht vorliegen, das habe ich gerade verliehen. Ich habe es nicht aussortiert, beziehungsweise verliehen oder verschenkt, weil ich hatte es mir gebraucht gekauft und wollte es mir eigentlich neuwertig nochmal zulegen. Das habe ich noch nicht gemacht, habe dann irgendwann mal reingelesen und konnte es dann nicht aus der Hand legen. Und zwar ist das Sturz ins Leere von Joe Simpson. Ja, ihr wisst ja, habt ja vielleicht mitgekriegt, dass ich total im Bergsteiger-Bücher-Wahn-Fieber bin durch einen bestimmten Thriller, den ihr jetzt auch noch sehen werdet im Laufe dieses Videos. Und ja, da habe ich mir mehrere Tipps von euch geholt und dann bei Medimops bestellt, genau.
Und ja, das kam an, war leider nicht im schönen Zustand, aber es hörte sich so toll an, dass ich einfach mal reingeschnuppert habe. Mittlerweile habe ich es jetzt meinem Vater gegeben, der auf diese Art von Büchern auch steht. Naja, und hier geht es halt, ist das ein Erfahrungsbericht im Grunde von Joe Simpson selbst, der halt als junger Mann mit einem Kumpel auf einen Berg in Peru gestiegen ist. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der heißt, irgendwie ein spanischer Name, glaube ich. Und dabei haben die halt eine Seilschaft gegründet, also sie sind mit einem Seil verbunden gewesen und das war alles ziemlich abenteuerlich, bis Joe Simpson sich ein Bein bricht und er von seinem Kumpel abgeseilt werden muss. Er fällt aber über eine ja, Gletscherspalte und sein Kumpel kann ihn nicht mehr halten und muss das Seil kappen. Ja. Also darum geht es grob und das ist alles auch schon, steht alles schon drauf aus dem Klappentext. Man weiß ungefähr schon, was passiert, aber dennoch, es ist, man kommt gar nicht zum Atemholen und auch wie er dann weiter kämpft und obwohl er mit einem gebrochenen Bein bei minus, was weiß ich nicht, 30 Grad in einer Gletscherspalte liegt, gibt er nicht auf und das ist unglaublich. Und vor allem dieses Psychologische, wenn dein Kumpel auf der anderen Seite mit einem, ja, mit einem Seil mit dir verbunden ist und du kannst ihn nicht mehr halten, das Seil durchzuschneiden, was muss man da durchleben? Also es war unglaublich, kann ich nur empfehlen. Da gibt es wohl auch einen Film zu, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber eine Dokumentation habe ich dazu gesehen, die gibt es auf YouTube. Auch, wo er auch interviewt wird und auch sein Kumpel. Und ich muss auch sagen, dass Joe Simpson auch sehr gut, ja, sehr gut schreiben kann. Also man konnte sehr gut weglesen, auch seine Gefühle und Gedanken konnte man nachvollziehen. Und auch, er hat teilweise auch aus der Sicht seines Kumpels geschrieben. Und das fand ich auch toll gemacht. Also auch deren Gefühle konnte man sehr gut nachvollziehen. Also das hat mich bewegt, das hat mich schockiert, das hat mich mitgerissen und deswegen musste das hier jetzt auch mit rein. Ihr werdet dieses Buch jetzt auch denn in den Lesemonaten, im Lesemonat Dezember noch wiederfinden. Da werde ich nochmal drüber sprechen. Es kann natürlich sein, dass diese Bücher, die ich jetzt gerade erst gelesen habe, vielleicht noch so frisch sind und deswegen bei den Highlights drin sind. Aber letztendlich haben sie mich so begeistert. Das habe ich so schnell weggelesen, obwohl das nur so ein dünnes Büchlein war. Trotzdem, ja, ging das so schnell. Deswegen musste das hier mit drauf auf Platz 9. Jetzt kommen wir zu Platz 8. Und auch dieses Buch ist ein, ja, nochmal ein ganz anderes Genre. Es ist weder Fantasy noch ein Thriller noch Grusel. Es ist im Grunde ein historisches Drama. Aber was mich da halt immer angesprochen hatte, ist das Thema Zirkus. Und zwar rede ich von Die bittere Gabe von Ellen Marie Wiseman. Und dieses Buch hat mich einfach emotional, ist mir so unter die Haut gegangen, ist mir so nahe gegangen und es hat mich so wütend gemacht und es hat mich zum Weinen gebracht und deswegen musste es jetzt auch mit in diese, ja, Highlight-Liste, weil es mich einfach, ja, mit so vielen Emotionen gepackt hat. Man kann nicht unbedingt sagen, dass dieses Buch schön ist oder dass das eine tolle Unterhaltung war, aber es hat einen so sehr gepackt. Deswegen, ja, das macht natürlich auch ein gutes Buch aus. Hier geht es nämlich um die junge Lilly, ein kleines Mädchen, spielt in den 30er Jahren in Amerika. Und Lilly wird von ihren Eltern auf dem Dachboden eingesperrt. Niemand darf sie sehen und sie wird von ihrer Mutter auch als Missgeburt bezeichnet und als, ja, als Bestrafung für ihre ganze Familie. Denn, ja, sie ist. Ja, ihr wird gesagt, sie wäre ein Monster, aber sie ist halt einfach ein Albino. Und das, was von ihren Familien da ihr eingeredet wird, ist natürlich falsch und grausam. Ihre Mutter ist auch fanatisch religiös und ich finde das immer unheimlich, was bei solchen fanatisch religiösen Menschen dann dabei rauskommt. Ja, das finde ich grausam und schrecklich. Naja, sie wird dann irgendwann an einen Zirkus verkauft, was natürlich von Regen in die Traufe ist. Zu Anfang glaubt man noch, yay, sie ist befreit, aber nein, sie kommt vom Regen in die Traufe, denn dort soll sie in der Freakshow auftreten. Und sie ist natürlich völlig überfordert mit den ganzen Menschenmassen auf einmal, wo sie doch früher nur auf dem Dachboden war und wird dort wirklich behandelt wie Dreck.
Und dann gibt es noch einen anderen Strang von einer anderen jungen Dame, die auf dem gleichen Hof aufgewachsen ist wie Lilly. Und ihre Eltern sind jetzt gestorben und deswegen erbt sie diesen Hof und kehrt dahin zurück und entdeckt dann irgendwann diese Dachkammer, wo Lilly aufgewachsen ist. Und wie diese beiden Mädels zusammenhängen, das erfährt man dann hier. Also es ist wirklich sehr, sehr dramatisch und aufwühlend und tragisch und man wird doch sehr, sehr wütend, weil die Gerechtigkeit hier nicht so zum Tragen kommt. Und immer wenn so ein kleiner Hoffnungsschimmer leuchtet und man denkt, es könnte doch noch alles gut werden, wird das zerstört. Und auch das Ende ist leider kein Happy End. Und das habe ich der Autorin nicht ganz verziehen, dass sie uns so hoffnungslos und so ein deprimierendes Ende hier auftischt. Auch für Tierliebhaber ist es nicht ganz einfach. Einerseits ist es schön zu erleben, wie Lilly diese Tierliebe hat und einfach sich mit ihnen verbunden fühlt, weil sie halt auch wie in einem Käfig aufwächst und sie hat einfach eine sehr gute Verbindung zu ihnen und schafft es dann im Zirkus irgendwann auch so in eine andere Richtung zu gehen und mit den Tieren dann was zu machen. Aber hier geht auch Tierquälerei, werden einige Szenen wirklich sehr, sehr genau beschrieben, ja, wo es mich doch geschüttelt hat und wo ich dann tatsächlich Wörter übersprungen habe, weil ich es mir denn nicht genau lesen, durchlesen wollte. Ja. Also der Sternabzug war hier einfach das Ende, weil mir das einfach zu deprimierend war und ich einfach unglaublich wütend war. Andererseits wollte die Autorin das vielleicht. Und wenn so große Emotionen geschaffen werden in einem Buch, macht es das einfach auch zu einem guten Buch. So, wir waren jetzt bei Platz 10, 9, 8. Jetzt kommt Platz 7. Und ja, das ist ein Buch von einem Autor. Letztes Mal in meinen Top 10 für 2017 hatte ich diesen Autor, war der Autor schon mit zwei Büchern vertreten und diesmal ist das genauso. Ist dieser Autor schon wieder mit zwei Büchern vertreten und er mausert sich, was heißt er mausert sich? Er ist jetzt mittlerweile einer meiner Lieblingsautoren. Und das soll wirklich schon was heißen, weil normalerweise habe ich keine Lieblingsautoren. Ich habe Lieblingsbücher, aber so richtig Lieblingsautoren sind eher selten. Aber von dem Autor habe ich mir wirklich vorgenommen, alles zu lesen, weil er mich bisher nicht enttäuscht hat und jedes Buch ist irgendwie ein Highlight und jedes Buch haut mich weg. Es kommt aus dem Genre Horror-Thriller und auch diesmal ist es so auf Platz 7 und zwar ist das ein Weihnachts-Horror-Thriller. Ich zeige es euch mal. Weißer Schrecken von Thomas Finn. Ja, Thomas Finn ist der Autor, kommt auch noch aus Hamburg, ist ein deutscher Autor, was mich umso mehr freut. Und er schreibt einfach genau so, wie ich es mag. Genau solche Themen sucht er sich raus, die ich toll finde. Und auch noch die Art und Weise ist einfach genauso, wie ich es lesen möchte. Hier dreht es sich um die Sage, um die Legende vom Nikolaus, beziehungsweise vom Krampus, vom Knecht Ruprecht. Das ist ja alles so miteinander verwoben und wird hier neu, ja, neu entdeckt, könnte man sagen. Es geht um eine Jugendgruppe, die in einem Dorf in Süddeutschland aufwächst und dort gibt es ja auch diese Tradition der Krampusläufe, wo sich denn Leute verkleiden. Und ja, die Leute mit Ruten auf die Schenkel hauen und so weiter. Und ja, in diese Richtung geht das Ganze. Es verschwinden seltsamerweise Kinder immer zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und auch hier ist das der Fall. Und wir haben hier zwei verschiedene Zeitstränge. Einmal, ich glaube, Gott, in welchen Jahren ist es? In den 70er Jahren. Ich gucke noch mal schnell. Und dann später in den 90ern. 1994. Naja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall lernen wir diese Gruppe an Freunden halt einmal als Jugendliche mit 15 Jahren kennen und dann nochmal, ich glaube, ja, 15 Jahre später. Aber hauptsächlich spielt es dann halt in ihrer Jugend und dort wird eine Leiche entdeckt und diese Leiche sieht seltsamerweise genauso aus wie ein Mädel aus dieser Freundesgruppe und man denkt schon, es ist irgendwie eine verschollene Schwester von ihr. Ja, was das alles damit zu tun hat, sie fangen dann an zu recherchieren und irgendwie scheint es alles mit dieser Sage um den heiligen Nikolaus, um Krampus zu gehen. Und
unglaublich toll, wie hier recherchiert wird. Und genau das mag ich einfach so gerne an Thomas Finn. Er sucht sich immer eine bekannte Sage aus und dann recherchiert er wirklich sehr viel. Und diese ganzen Ergebnisse, die er seiner Recherche rausgekommen sind, lässt er halt auch ja, seine Protagonisten herausfinden. Und gerade dieses Eisige und dieser Krampus ja, hat sehr, sehr viel Potenzial gegeben. Und ja, diese Recherchen haben halt auch Hand und Fuß. Das ist nicht alles nur ausgedacht. Das ist tatsächlich so, ja, wie diese heidnischen Bräuche übernommen wurden von den Christen. Und es ist unglaublich spannend. Es hat gruseligen, unterschwelligen Horror. Es hat aber auch Action und halt wieder diese tollen Figuren. Also es hat mich auch so ein bisschen an Stephen Kings S erinnert und halt an diese ganzen, vielleicht auch so ein bisschen Stranger Things. Oh Gott, ich kann es überhaupt nicht aussprechen. Naja, weil halt wir diese Freundesgruppe sehr gut kennenlernen und aus eben verschiedenen Perspektiven ihr auch berichtet wird. Und jeder hat so sein Päckchen zu tragen und jeder hat hier ja, seinen eigenen Charakter. Und das fand ich sehr, sehr gut ausgearbeitet. Wir waren den Figuren sehr nah und hier ist auch keine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Hier wurden keine Protagonisten extra gut dargestellt oder extra böse, sondern sie haben wirklich alle ihre guten und schlechten Seiten. Und was ich auch immer toll finde bei Thomas Finn, die Schauplätze. Die Schauplätze sind immer sehr gut gewählt und da ja, wird immer eine ganz tolle Atmosphäre heraufbeschworen. Also Weißer Schrecken kann ich sehr empfehlen. Kommt auch noch mal in einem Lesemonat vor. So, jetzt muss ich einmal noch mal einen Schluck nehmen. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, bei welchem Platz wir sind. Ich glaube, bei Platz 6. Jetzt sind wir mal in ein ganz anderes Genre wieder. Also wir haben eine tolle Mischung. Wir hatten jetzt ein Kinderbuch, wir hatten ein historisches Drama, wir hatten einen Horror-Thriller und jetzt haben wir wieder ein Kinder- und Jugendbuch, aber eher ein Wohlfühlbuch. Aber wir bleiben immerhin winterlich. Und zwar ist das Kerstin Giers Wolkenschloss. Und auch hier muss ich sagen, einer der schönsten Bücher, die ich 2018 gelesen habe. Wirklich ein toller Hingucker. Obwohl ich jetzt nicht so der Lila und Flieder und Pink-Fan bin, muss ich sagen, dieses Buch gefällt mir sehr gut. Ja, es ist wirklich ein totales Wohlfühlbuch. Und zwar geht es hier um Fanny, hieß sie Fanny. Die hatte so einen tollen Namen. Fanny, genau, Fanny, aber sie hatte auch noch so einen tollen Nachnamen, der dazu passte. Ja, weiß ich jetzt leider gerade nicht mehr. Auf jeden Fall macht Fanny ein Praktikum in einem Hotel auf den Bergen. Und zwar auch mitten, ja, zu Weihnachten, zu Silvester ist sie da. Also wirklich über den Feiertagen ist sie dort. Und sie ist in jeden Bereichen irgendwie mal eingestellt, um in jede Bereiche mal reinzuschnuppern. Und sie bekommt natürlich auch sehr viel, nicht nur von den Mitarbeitern, sondern auch sehr viel von den Gästen mit. Und da sind unterschiedlichsten Leute einquartiert und diese Charakter sind so liebevoll ausgearbeitet. Das kann Kerstin Gier so unglaublich gut, liebevolle, schrullige Charaktere zu erschaffen, die man sofort ins Herz schließt. Und Fanny ist halt eine davon. Und was Kerstin Gier noch ausmacht, ist ihr Humor. Es ist einfach genau mein Humor, der ja genau ins Schwarze trifft und das Ganze dann noch mehr zu einem Wohlfühlbuch macht. Außerdem diese winterliche Atmosphäre in diesem tollen Hotel, was ja sehr, sehr edel, zwar altehrwürdig, aber halt auch irgendwie sehr glanzvoll rüberkommt. Und man möchte unbedingt dort auch irgendwie mal Weihnachten oder Silvester verbringen. Wir haben eine kleine Liebesgeschichte und zum Schluss so einen kleinen Mini-Krimi vielleicht auch noch drin. Ansonsten ist das Buch eher ruhig. Also es ist hat so ein Mini-Ticken noch Fantasy-Anteil. Für mich hätte der Fantasy-Anteil natürlich gerne ein bisschen größer sein können, habe ich auch mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Deswegen war es vielleicht auch kein Fünf-Sterne-Buch. Dennoch hat mich einfach die Atmosphäre mitgerissen, der Humor und die liebevollen Charaktere. Und ich werde dieses Buch sicherlich nicht das letzte Mal gelesen haben, denn das kann ich mir vorstellen, irgendwann nochmal im Winter oder zu Weihnachten zu lesen. Es ist jetzt kein reines Weihnachtsbuch, das auf jeden Fall nicht. Man kann das auf jeden Fall sehr
sehr gut im Winter oder auch im Sommer lesen, weil es einfach so toll ist und ja, genial und ein Einzelband ist. Kerstin Gier auch, ja, alleine durch ihren Humor, einer meiner Lieblingsautoren. So, jetzt haben wir die Hälfte geschafft. Und jetzt kommen wir zu meinem High-Fantasy-Highlight. Ich muss ja sagen, dass ich von Fantasy-Genre in 2018 ein bisschen enttäuscht bin. Und man sieht es ja auch an meinen Highlights, dass obwohl mein Lieblingsgenre Fantasy ist, doch relativ wenig daran von meinen Highlights vorhanden ist. Aber dieses Buch musste auf jeden Fall mit rein, denn das behandelt auch noch eines meiner Lieblingsthemen in der Fantasy, und zwar das Thema Drachen. Der Sommerdrache, die ewigen Gezeiten, Band 1 von Todd Lockwood ist mein Platz 5. Ja, ein richtig schön dicker High-Fantasy-Roman. Hier geht es um Maya. Maya wächst oben auf einem Berggipfel auf, wo ihr Vater unter anderem Drachen züchtet. Es ist so eine Brutstätte, wo sie auch immer fleißig mithilft. Und sie hofft, dieses Jahr unter den jungen Tieren auch für sich eins zugeteilt zu bekommen. Denn Drache und Mensch können eine besondere Verbindung miteinander eingehen und Gefährten werden. Aber es kommt leider ganz anders, denn das Reich befindet sich im Krieg und das Militär beschlagnahmt alle Jungtiere, sodass nichts mehr übrig bleibt für sie. Sie ist sehr, sehr enttäuscht und flieht in die Natur, zu ihrem Lieblingsplatz, in eine alte Ruine, und dort erscheint ihr der Sommerdrache. Der Sommerdrache ist so eine Art Erscheinung, ein Gott, könnte man sagen, der große Veränderungen vorauswirft, andeutet. Und sie erzählt natürlich, dass sie diesen Sommerdrachen begegnet ist, und das ganze Reich ist dadurch in Aufruhr, weil überlegt wird, weil interpretiert wird von jedem irgendwie anders, was nun sich verändern soll, was passieren kann, ob das irgendwas mit dem Krieg zu tun hat, mit der bösen, dunklen Macht, die das Land bedroht, und was Maya nun gerade damit zu tun hat. Sie für sich denkt, dass es irgendwas mit einem Drachenjunges zu tun hat, denn sie findet in dieser Ruine halt auch eine tote Mutterdrache, die scheinbar kurz vorher ein Ei gelegt hat, und sie glaubt, dass irgendwo in der Nähe ein Junges ihre Hilfe braucht und bricht daher auf. Was das Buch zu einem besonderen Buch macht, ist das Worldbuilding. Das wurde hier unglaublich gut geschaffen. Wir haben hier mehrere Religionen. Wir haben hier tolle Ausarbeitung der Drachen und wie diese Kommunikation funktioniert und wie die Drachen beobachtet werden, finde ich unglaublich toll. Das alleine macht es schon zu etwas Besonderem, aber Todd Lockwood ist auch ein Illustrator, das ist sein Erstlingswerk, und dafür echt Hut ab. Er hat es halt natürlich selbst auch illustriert, und ich mag diese Illustration sehr. Ja, es ist sehr actionreich, so viel Action hätte ich nicht unbedingt gebraucht, aber dadurch, dass gleichzeitig auch die Welt sehr, sehr gut ausgearbeitet wurde, die Figuren sehr gut ausgearbeitet wurden, hat mich das wieder vertröstet. Das ist der erste Band einer Reihe, das heißt, es geht jetzt erst richtig los im Grunde. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und was dort alles aufgeploppt ist. Auch die Geschichte dieser Welt und die Legenden dieser Welt wurden ausgearbeitet, und das, was da alles für Details und Hintergründe drin stecken, das macht für mich ein sehr, sehr guter High-Fantasy-Epos, eine sehr gute Reihe wirklich aus. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, die Luft wird dünner, es wird immer besser. Jetzt kommen wir zu dem Roman, zu dem Buch, das mein Wahn, mein Fieber für diese Bergsteigerromane überhaupt ausgelöst hat. Und zwar ist das Angstrausch von Sarah Lotz. Ja, steht drauf Thriller, aber es hat halt ein sehr, sehr besonderes Setting, dieser Thriller. Deswegen würde ich eher sagen, es ist ein Abenteuer-Thriller. Weil wir treffen hier auf Simon, und Simon betreibt mit einem Kumpel eine Website. Auf dieser Website laden sie Videos hoch, in denen sie bestimmte Orte filmen, wo etwas Schreckliches passiert ist. Und es ist natürlich alles ein bisschen düster, ein bisschen makaber.
Und sie haben aber nicht so viele Klicks, bis Simon ein besonderes Projekt angeht, denn er klettert in Wales, ist das glaube ich, in ein Höhlensystem, was eigentlich verboten ist, zu betreten. Dort soll damals eine Jugendgruppe ums Leben gekommen sein, denn diese Höhle wird jedes Mal geflutet, wenn es doll regnet, und er möchte diese Leichen filmen, denn die sind dort immer noch, weil sie nicht geborgen werden konnten. Er findet im Internet in irgendwelchen Foren einen Führer, also einen Bergführer, einen Kletterführer, der ihn durch dieses Höhlensystem geleiten soll. Der ist ihn aber überhaupt nicht geheuer, der ist sehr, sehr unheimlich. Und dieses Höhlensystem ist sehr, sehr gefährlich. Er bringt sich also selbst in Lebensgefahr in diesem Höhlensystem, filmt sich dabei und er kommt aber tatsächlich wieder frei. Sie stellen dieses Videomaterial tatsächlich online, obwohl er dadurch wirklich ein großes Trauma ja, in so einem ja, ein Trauma gerät, was er immer noch nicht verarbeitet hat. Aber dieses Video schlägt ein wie eine Bombe. Manche regen sich darüber tierisch auf, wie makaber das Ganze ist und pietätlos. Andere finden es einfach nur geil und verlangen jetzt noch so eine Art Projekt. Und Simon entscheidet sich, auf den Mount Everest zu klettern, denn er hat eine gewisse Vorahnung vom Klettern, vom Bergsteigen, und er schleust sich in eine Gruppe ein, die halt den Mount Everest besteigen unter einer anderen Identität. Er sagt natürlich nicht, dass er besondere, interessante Geschichten sucht und vielleicht die dort oben erfrorenen Leichen filmen möchte, sondern ja, erzählt eine andere Geschichte, und er findet bald auch ein Opfer, denn einer seiner Gruppenmitglieder ist ein junger Mann, der ein Tagebuch bei sich führt von seiner Mutter, die halt mal dort auf Mount Everest verschwunden ist. Ja, also ein sehr, sehr abenteuerlastiges Buch, was mir ja, das Blut in den Adern hat gefrieren lassen, denn alle Ängste, die Simon hier durchsteht, habe ich auch gespürt. Und dieses Buch hat mir wirklich meinen Puls hochjagen lassen, und ich konnte das Buch einfach nicht aus der Hand legen. Es war einfach genial, und es hatte so viele Aspekte, die mich einfach mitgenommen haben. Dieses Höhlensystem, dann einfach auch diese psychologische Anstrengung, diese Belastung, die Simon jetzt untersteht, oder halt auch diese körperliche Belastung, die er aushalten muss. Also da ist so viel drin, und durch dieses Buch bin ich halt einfach zu diesen anderen Bergsteigerromanen gekommen, dass ich einfach noch mehr davon lesen möchte, dass es einfach ein faszinierendes Thema ist, diese Bergbesteigung, warum Leute das überhaupt machen. Und ja, das ist einfach eine ganz andere Welt auf diesen Bergen da oben. Und davon, ja, möchte ich unbedingt noch mehr lesen, habe ich mittlerweile auch schon mehr gelesen. Auch wenn mich das Ende ein bisschen überrascht, nee, überrascht nicht, ein bisschen enttäuscht hat, weil der Höhepunkt sehr schnell wieder abgeflaut ist und viel auch noch berichtet wurde, wie Simon überhaupt damit klarkommt. Das hätte ich vielleicht nicht unbedingt so lange gebraucht. Dennoch war es die anderen Teile so mitreißend, dass ja, es unbedingt auf dem vierten Platz musste. Ja, jetzt kommen meine Top 3, und wie gesagt, sind das die Bücher, die 4,5 Sterne bekommen haben, also fast die volle Punktzahl. Und da war unter den dreien, war es einfach unglaublich schwer, jetzt einen Finalisten zu finden. Ja, und wer auf Platz 2 und 3, also da könnte ich wild durcheinander tauschen, glaube ich. Aber ich habe jetzt einfach eine Reihenfolge ausgemacht, und auf Platz 3 ist Ich und die anderen von Mad Ruff. Ich will immer sagen, ich und die Menschen. Das habe ich letztes Mal in einem Video schon falsch gesagt, weil es gibt natürlich auch Ich und die Menschen, das Buch. Aber hier meine ich und die anderen von Mad Ruff. Und das ist wieder ein ganz anderes Genre. Natürlich wieder so ein bisschen schräg, so wie ich es gern habe, und eine interessante Genremischung. Hier ist das psychologischer, dramatischer Roman mit viel Humor, das könnte man das so sagen. Es geht um einen jungen Mann, der schizophren ist, der multiple Persönlichkeiten in sich trägt. Er kommt damit im Alltag aber mittlerweile ganz gut klar, weil er sich in seinem Kopf ein Haus gebaut hat, und in jedem Raum dieses Hauses wohnt halt eine Persönlichkeit. Und immer wenn
die Person rausgeht auf den Balkon, ist diese Person auch draußen. Also wirkt sich das auch auf den Alltag aus. Aber immer wenn sie im Raum ist, eingeschlossen ist sozusagen, dann kann er das alles kontrollieren. Und jede Person möchte natürlich Körperzeit haben. Jede Person ist irgendwie sehr speziell und irgendwie anders und sehr extrem auch. Und ja, jede Person möchte mal duschen, mal Tee trinken. Also alleine die Kommunikation untereinander dieser Persönlichkeiten ist einfach schon genial gemacht. Und ja, er kommt irgendwie so gerade damit über die Runden, er arbeitet auch. Und schließlich lernt er über die Arbeit auch eine junge Frau kennen, die ein ähnliches Problem hat, aber die überhaupt gar nicht damit klarkommt. Und sie wacht jedes Mal in anderen Betten auf und hat ja, Erinnerungslücken und kann sich an ganze Nächte überhaupt nicht erinnern. Sie ahnt irgendwas, aber sie will es nicht wahrhaben und sie kommt gar nicht klar. Sie geht dann auch zu einem, irgendwann zu einem Psychologen, zu einer Ärztin, und er wird gebeten, unser Protagonist wird halt gebeten, sie so ein bisschen zu unterstützen. Aber er hat Angst, dass er dadurch auch wieder ins Schwimmen kommt, ins Schwimmen gerät. Denn so ganz merkt man, hat er seine ganzen Traumata noch nicht überwunden. Huch, es knallt schon draußen. Ja, so ganz hat er seine ganzen Traumata nicht überwunden, denn natürlich kommt es nicht von, ja, von irgendwoher, sondern hat natürlich seine ganz bestimmten Gründe, warum man so viele Persönlichkeiten abspaltet und ja, es kommt aus Verdrängungsgründen und aus, ja, aus den verschiedensten Gründen aus der Kindheit meistens, dass man das irgendwie verdrängt, dass man das abspaltet von seiner Persönlichkeit. Und da war ich sehr überrascht. Zu Anfang war es natürlich sehr skurril und lustig, wie diese ganzen Persönlichkeiten immer wieder den Alltag ins Chaos stürzen und wie sie miteinander kommunizieren und nachher auch mit den Mädchen die verschiedenen Persönlichkeiten ihrer eigenen Welt mit den unseres Protagonisten. Das war unglaublich witzig und toller Schlagabtausch. Aber nachher kommt so unglaublich viel Dramatisches und Tragisches raus aus deren Vergangenheit, aus deren Kindheit, wo wir dann auch so kleine Rückblicke haben, wo wir immer wieder kleine Fitzelchen bekommen. Und das hat mir wirklich, ja, wieder sehr, ist mir sehr unter die Haut gegangen. Und ja, da blieb mir echt die Spucke weg, was da, da ist mir das Lachen denn im Halse stecken geblieben. Denn es hat eben dieses Lustige und dann auch sehr, sehr Tragische und Grausige, was diese Kinder durchstehen mussten. Und dann schließlich wird es auch noch zu einem Roadmovie, denn um diese Traumata wieder aufzuarbeiten, um diese Geheimnisse, die einen vielleicht selbst im hintersten Winkel irgendwie extra versteckt wurden, wieder aufzulösen, müssen sie halt zu Orten ihrer Kindheit fahren. Und ja, sozusagen ist das dann auch ein Roadmovie. Und diese Kombination, ich habe es als Hörbuch gehört, super toll gelesen von Peter von den drei Fragezeichen. Ich weiß leider nicht den Namen des Mannes, der Peter spricht. Ich glaube, Jens Wetzlaff oder irgendwie sowas. Ja, ich weiß es leider gerade nicht, aber die Stimme habt ihr vielleicht vor Augen und das passte hier sehr, sehr gut. Also extrem genial und ja, was sehr, sehr Spezielles, was man, glaube ich, auch mit vielen Büchern überhaupt nicht vergleichen kann. Auf dem zweiten Platz, auf dem zweiten und ersten Platz sind jetzt noch Horrorromane. Nehmen wir einfach jetzt hier mal dieses. Ich weiß einfach nicht, welches auf dem ersten Platz soll. Und zwar ist das Geisterfjord von Yrsa Sigurðardóttir, ein Island-Thriller. Und dahinter hatte ich nicht so was Gruseliges, so einen Horror-Gruselroman erwartet, weil hier halt auch Thriller draufsteht. Aber dass hier so viel Übersinnliches mit drin ist, damit habe ich nicht gerechnet. Und dass mich das auch so sehr gruselt, damit habe ich auch nicht gerechnet. Es ist hier überhaupt nicht blutig. Es gibt keine Monster oder keine Wesen, die einen irgendwie verfolgen oder Angst machen. Angst machen schon, aber halt keine große Action, sondern wir haben hier unterschwelligen atmosphärischen Grusel, der unglaublich gut funktioniert hat und mich wirklich, ja, mich umguckt,
gucken hat lassen. Also ich habe mich nicht mehr allein gefühlt in meiner Butze. Ich musste hinter versteckten Ecken gucken, ob da tatsächlich niemand ist. Und selbst beim auf die Toilette gehen musste man überall Licht anmachen, damit ja, man sich nicht gruselt. Und dieser Effekt hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach mich so sehr zu gruseln. Ja, worum geht es überhaupt? Hier geht es zum einen um eine Gruppe von Menschen, die ein Haus renovieren möchte in einem verlassenen Dorf auf einer Insel, wo früher mal eine Fabrik stand. Und diese Fabrik ist aber mittlerweile geschlossen. Und so sind alle Menschen dort auch irgendwie abgereist. Aber jetzt denken Sie, für so ein Ferienhaus wäre das doch perfekt. Lass uns das doch renovieren und da ein bisschen Geld rausschlagen. Ja, Sie gehen dahin und seltsamerweise fühlen Sie sich aber immer beobachtet und es passieren seltsame Dinge. Sie hören abends Geräusche, also so das typische Spukige. Und auf einmal sehen Sie am Fjord immer ja einen kleinen unheimlichen Jungen und sie wollen ihn fangen, aber er verschwindet auf einmal immer wieder. Das alleine ist schon sehr unheimlich. Wir haben aber noch einen zweiten Strang und zwar ist das ein, ich glaube, ein Arzt, das ist auch ein Psychologe, der vor Jahren mal seinen Sohn verloren hat. Und der ist nicht mehr aufgetaucht und man hält ihn jetzt mittlerweile für tot. Er wird bei einem Fall dazu gezogen, wo in einen Kindergarten eingebrochen wurde und böse Nachrichten an die Wände gesprüht wurden. Und all das gehört irgendwie miteinander zusammen. Und wie das verflochten und verknüpft ist miteinander, da war ich manchmal so überrascht, wie das zusammenhängt. Und damit habe ich nicht gerechnet, was das Buch noch überraschender und noch interessanter gemacht hat, weil ich habe einfach mit dem Ende, mit der Auflösung, wie das alles zusammenhängt, nicht gerechnet und konnte mir da keinen Reim drauf machen. Und das ist toll, dass ein Buch so unvorhersehbar ist und mich, wie gesagt, so toll gegruselt hat, dass ich da einfach Freude dran hatte. Also von der Yrsa Sigurðardóttir habe ich mir schon einige weitere Island-Thriller auf die Wunschliste gesetzt und da freue ich mich schon drauf, noch mehr zu lesen von ihr. Ja, und Trommelwirbel, drrrt, was ist auf Platz 1? Ich habe es euch ja schon angekündigt, ein weiterer Roman, ein weiterer Horror-Thriller von Thomas Finn und zwar ist das Lost Souls. Ja, Lost Souls behandelt die Legende um den Rattenfänger von Hameln. Deswegen hier auch der Rattenschädel auf dem Cover. Finde ich übrigens sehr cool, wenn man das Cover umdreht. Ist das, oh, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich das sehe, ist das eine alte, ja, Frau, verschleiert, könnte man sagen. Ja, also sehr, sehr unheimlich auch gemacht, das Cover. Ja, wir haben hier eine Archäologin, die zu einer Kirche gerufen wird, denn dort ist ein Bauarbeiter bei Renovierungsarbeiten eingebrochen in eine Grabkammer. Dabei ist der Bauarbeiter aber auch ums Leben gekommen, nicht von einem Sturz, sondern er wurde von einer großen Rattenarmee, von einer großen Rattenschar angegriffen und zerfleischt. Ja, sie wurde natürlich zu diesem Fall gerufen, um sich diese Grabkammer anzuschauen. Aber es wurde auch ein Kammerjäger gerufen, der auch dorthin kommt, um sich mal diese seltsame Fall von ja, Rattenbefall anzuschauen und warum sich die Ratten dort so seltsam verhalten, weil sie greifen ja eigentlich keine Menschen an. Aber seltsamerweise passiert genau das in der Umgebung immer häufiger. Unsere Archäologin, die zieht auch in die Nähe von Hameln. Und hat dort ja ein Haus gekauft und sie zieht mit ihrer Patentochter dorthin. Und die Patentochter hat gerade ihre Mutter verloren, was das alles auch noch so ein bisschen schwierig macht. Aber auch in dem Haus passieren seltsame Dinge. Sie finden dort nämlich zum Beispiel einen Rattenschädel und alles hängt irgendwie seltsamerweise mit der Rattenfänger, Sage, mit der Rattenfänger Legende zusammen und man denkt natürlich, oder das, was man denkt, was dahinter steckt, und man denkt, ja, das ist natürlich der Geist vom Rattenfänger, dem ist nicht so ein, also das ist nicht so einfach die Aufklärung, denn auch hier wird sehr, sehr viel recherchiert und auch sehr, sehr viel echte Recherche betrieben vom Autor.
wo aber halt unsere Protagonisten halt dann in diesem Fall dann die Recherche betreiben und sehr viel herausfinden, was so interessant ist und das Ganze noch irgendwie gruseliger macht, wenn man halt diese Hintergründe kennt und dort noch viele andere Gestalten und Kräfte und Wesen irgendwie aufkommen. Und auch hier, wie im Weißer Schrecken, diesen Weihnachtskrimi, hat Thomas Finn wieder so unglaublich coole Schauplätze geschaffen. Einmal dieses kleine Haus im Wald, denn allgemein der Wald und auch diese Kirchengemäuer und auch ein altes Fabrikgelände. Also hier gibt es so viele coole Schauplätze, wo einem wirklich auch das Gruseln gelehrt wird. Ähnlich wie beim Geisterfjord ist das halt auch so ein unterschwelliger Grusel, aber wir haben hier halt auch noch ein bisschen mehr Action durch diese Rattenüberfälle. Und halt diese Recherchen, das macht das Ganze noch dichter irgendwie und hat noch mehr, ja, noch mehr Stoff irgendwie, wo man drüber nachdenken kann. Hier vorne drin ist auch noch mal diese die Rattenfänger-Sage von den Gebrüder Grimm aufgeschrieben, wo, wie man die so kennt. Ja, das ist meine Nummer eins und ich finde, es ist ja doch, ich habe mich richtig entschieden. Jetzt, wo ich nochmal drüber spreche, finde ich, es hat den ersten Platz auf jeden Fall verdient und ich freue mich so sehr, weitere Bücher zu entdecken und bin schon gespannt, was Thomas Finn noch alles so, ja, so schreibt und welche Legenden er sich noch so raussucht. Denn irgendwie hat er sich für jedes Buch hier so seine Legende und ein Thema ausgesucht, was er dann aufbaut und halt, wo er wirklich sehr, sehr viel, ja, ich sage dieses Wort so oft, aber so viel Recherchearbeit reinsteckt. Und das finde ich, merkt man einfach. Und das macht dann einfach Spaß, ihn dabei und die Protagonisten dabei zu begleiten. Die Protagonisten sind auch immer auch toll ausgefeilt und sind einem wirklich sympathisch und gehen eins ans Herz. Hier ist es auf jeden Fall so. Und dann, ja, fiebert man natürlich erst recht mit. Es ist ein tolles Thema, ein spannendes Thema. Und es hat irgendwie alles, was ein guter Horror-Thriller oder was heißt, ja, Horror-Thriller, ein gutes Horrorbuch einfach haben muss. Ja, das waren meine Top 10 Bücher-Highlights aus dem Jahre 2018. Ich hoffe, für euch war etwas dabei. Für mich war es überraschend, dass so wenig Fantasy dabei war. Es war viel Horror dabei, Horror-Thriller. Naja, gut, so ein bisschen Grusel war auf jeden Fall dabei, was ja auch nicht verwunderlich ist, weil das auch mein Lieblingsgenre ist. Aber ich fand, insgesamt war das eine tolle Mischung. Da war doch für jeden irgendwie was dabei, oder? Also ich bin sehr begeistert und es hat so viel Spaß gemacht, die jetzt nochmal vorzustellen und die sich nochmal ja in Gedächtnis zu rufen, wie viel Spaß man hatte beim Lesen. Und ich hätte Lust, einige davon jetzt nochmal zu lesen. Einige sind ja natürlich, es ist natürlich schon ein bisschen länger her, bei denen wird man da gerne noch, ja eher noch dazu greifen. Ja, ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, was sind denn eure Top 3, ihr müsst ja nicht Top 10, also wenn ihr natürlich Top 10 auf Lager habt, schreibt auch gerne das. Aber die Top 3, das wird ja schon reichen. Da finden wir, andere Zuschauer und auch ich, natürlich auch gerne nochmal so ein paar Anregungen. Das finde ich super interessant, was da bei euch bei den Top Bücher-Highlights dabei war. Und natürlich schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von meinen Top 10 haltet, ob ihr sie auch gelesen habt, ob ihr mir recht gebt oder ob ihr sagt, ich kann da gar nicht dran sehen, wo da die Begeisterung ist, Begeisterung hervorrufen soll. Ja, schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt drauf und ich freue mich drauf, mit euch in Kommunikation zu treten. Es wird natürlich noch ein Rückblick 2018 geben mit viel Statistik und so ein bisschen, wie ich das Jahr empfunden habe. Und es wird noch ein Video dazu geben, eine Vorausschau und so Vorsätze für das Jahr 2019. Vielleicht kombiniere ich das auch in einem Video. Mal schauen, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, und jetzt beende ich das Video und so viel habe ich gar nicht von meinem Tee getrunken, weil ich so viel, ja, bei so viel Labern gar nicht Tee trinken könnte. Aber da nehme ich mir jetzt die Zeit für und mache mir vielleicht auch noch ein anderes Video an. Und ja, jetzt finde ich wieder kein Ende. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wahrscheinlich werde ich es erst morgen hochladen, morgen am 1.1. Also Happy New Year, habt ein wundervolles neues Jahr und genießt den freien Tag. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao, ciao.